Für Rentner wichtig, Zahltag Rente im Monat Oktober 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, der Monat Oktober 2024 neigt sich mit ganz großen Schritten dem Ende entgegen. Wir haben heute den 26.10.2024. Heute in der Nacht zum 27.10. werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt, meine Damen und Herren. Und im Monat Oktober 2024 geht es ja auch wieder um die Zahlung des Rentengeldes für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner. Ja, meine Damen und Herren, und Sie kennen das, wir machen das jeden Monat immer wieder. Wir sagen Ihnen, wann Sie im Monat Oktober 2024, an welchem Tag Ihre Rente zu erwarten haben. Und die Rente wird in zwei Varianten ausgezahlt, einmal vorschüssig für den Monat November 2024 im Oktober 2024 und auch nachschüssig im Monat Oktober 2024 für den laufenden Monat Oktober 2024. Ja, meine Damen und Herren, und die vorschüssige Zahlung, die ist an sich normalerweise immer fällig am 31.10.2024. Das ist ein Donnerstag. Der Donnerstag ist kein gesetzlicher bundestagsweiter geltender Bankfeiertag oder genereller Feiertag in Deutschland. Es gibt aber einzelne Bundesländer, die feiern an diesem Tag den Reformationstag. Also der 31.10.2024 ist in verschiedenen Bundesländern, meistens in den nördlichen Bundesländern, der Reformationstag und dort ist Feiertag. Grundsätzlich gilt auch hier die Regel, dass am 31.10.2024 dann das Rentengeld vorschüssig für den Kalendermonat November 2024 zu zahlen ist. Der 1. November wäre dann nach meiner Ansicht nach der Freitag. Das ist grundsätzlich nicht der Zahltag für die Rente im Monat November, sondern der 31.10. Es kann natürlich sein, dass einzelne Bundesländer, bei dem der Reformationstag gefeiert wird, dann eben nicht am 31.10.2024 das Rentengeld auszahlen, sondern schon einen Tag früher am 30.10. Aber ich gehe davon aus, dass spätestens am 31.10. für diejenigen, die ihre Rente vorschüssig bekommen, dann der Zahltag ist. Vorschüssige Rente wird gezahlt für diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente erstmals vor dem 1.4.2024 erhalten haben. Da gibt es eine Übergangsvorschrift. Ich glaube, dass die Rentnerinnen und Rentner oder die Gruppe derjenigen, die die Rente vorschüssig gezahlt bekommen, immer kleiner wird. Und diejenigen, die ihre Rente nachschüssig für den laufenden Monat Oktober 2024 bekommen, immer größer werden. Und da gilt auch nichts anderes, meine Damen und Herren. Die Rente für den Monat Oktober 2024 wird de facto am 31.10.2024 gezahlt. Der 31.10. ist auch für die Gruppe der Rentnerinnen und Rentner kein bundesweit einheitlich geltender Feiertag und somit auch kein Bankfeiertag. Aber in einzelnen Bundesländern, wie schon bei der vorschüssigen Rente, wo es Reformationstag gibt, kann es sein, dass die Rente einen Tag früher gezahlt wird. Aber das glaube ich nicht, sondern ich denke, dass die Rentenversicherung hier alle Gelder dann am 31.10.2024 auf die entsprechenden Konten zahlt. Ja, dann gibt es noch einen anderen Termin, der auch ganz, ganz wichtig ist. Das ist der Zahltag für das Bürgergeld und auch für das Wohngeld. Das Bürgergeld und das Wohngeld wird am Ende des Monats Oktober für den laufenden Monat November 2024 gezahlt. Das ist auch klar. Die Gelder müssen immer vorschüssig gezahlt werden. So sehen es die gesetzlichen Bestimmungen vor. Und im Monat Oktober 2024 dürfte auch für die rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die den Rentenzuschlag bekommen bis 7,5%, der Zahltag schon gelaufen sein. Denn hier war die gesetzliche Zahlung vorgesehen in dem Zeitraum 10. Oktober bis einschließlich 20. Oktober. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Wir werden dann natürlich auch im Monat November 2024 von den entsprechenden Zahltagen für die gesetzliche Rente im Monat November dann Ihnen auch berichten und ein neues Video dazu drehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.